Hier ist die Heinefestwache. Die Dame ist anscheinend ohnmächtig geworden. Dass sie dann, obwohl sie gesundheitlich angeschlagen sind, vielleicht dann doch noch ins Karussell steigen. Wir werden jetzt mal ein paar Kabel anbringen, wenn wir mal einen Blick aufs Herz werfen. Einfach im Alter von 13, 14 Jahren, Ohnmachtsanfall. Hi Barbie. Ja, ist verstanden. Moritz Gauck und Theresa Wenzel, zwei von 65 Ehrenamtlichen, die beim Deutschen Roten Kreuz arbeiten, um Menschen in Not zu helfen. Die beiden werden zum Ludwigsmonument gerufen, im Volksmund Langer Ludwig genannt. Patientin Valentina ist 13 Jahre alt. Ihre Tante hielt es für angebracht, das DRK aufzusuchen. Ich sag mal einfach im Alter von 13, 14 Jahren, Ohnmachtsanfall. Eigentlich kerngesund. Wir waren oben auf Langen Ludwig und da wurde ein bisschen schlecht. Und da waren natürlich die netten Kollegen vom Roten Kreuz und haben uns dann hierher gebracht. Hallo, guten Tag. Hallo, wie ist denn dein Name? Valentina. Okay, ich bin der Moritz. Meine Kollegin wird dich jetzt mal ein bisschen untersuchen. Okay. Wir werden jetzt mal ein paar Kabel anbringen. Die Kabel wurden gerade vorbereitet, sind fürs EKG. Da können wir mal einen Blick aufs Herz werfen. Und den Clip, den du hier am Finger hast, da gucken wir nach deinem Puls und der Sauerstoffsättigung, ja? Ja. Einfach kurz ein bisschen selber drauf. Ja, wir können hier auch was festkleben. Kleiner Finger ist ein bisschen blöd. Damit es brutal aussieht. Nein. Einfach aber nur, dass es nicht so einen blauen Fleck gibt danach, gell? EKG-Werte, Sauerstoffsättigung und Blutzuckerwerte sind im grünen Bereich. Dennoch ist für die junge Patientin jetzt Schluss mit dem Heinerfest. Neben Sanitätern ist auch Notärztin Nicole Kann immer in der Nähe. Sie wird im Notfall hinzugerufen und die Ärztin weiß, manche Festbesucher überschätzen die eigene Kondition. Oft ist es so, wenn sie dann den Anspruch haben, das unbedingt miterleben zu wollen, dass sie dann, obwohl sie gesundheitlich angeschlagen sind, vielleicht dann doch noch ins Karussell steigen oder dann einfach nur herkommen, überhaupt den Besuch dann doch machen möchten und wagen und dann einfach hier die Anstrengungen doch zu viel sind und so dann halt einfach bei uns landen, ja. In diesem Rettungswagen fahren Anna Sviridova und Paula Nakliska. Bisher wissen sie nur, eine junge Frau fühlt sich unwohl. Vorsichtig geht es durch die Menschenmenge. Ja, also wir haben auf jeden Fall Sicherheitsschulungen fürs Fahren von RTWs. Jetzt beim Heinerfest ist es natürlich noch eine Ausnahmesituation, weil so viele Menschen sind. Da muss man einfach, einfach irgendwie selbst schauen, dass man vorsichtig fährt und trotzdem schnell genug am Einsatzort ist. Näher kommen Anna und Paula mit dem Fahrzeug nicht ran. Die restliche Strecke müssen sie mit 12 Kilo schweren Sani-Rucksäcken zu Fuß zurücklegen. Die Patientin möchte nicht gefilmt werden. Paula berichtet danach, was passiert ist. Die Dame ist anscheinend ohnmächtig geworden nach der Karussellfahrt. Passiert relativ oft, sie kennt es aber auch von sich schon. Das heißt, es ist kein neuer Notfall für sie. Sie möchte jetzt auch keine medizinische Hilfe von uns. Hoch oben im Darmstadtium hat das DRK eine Befehlsstelle eingerichtet mit Blick auf das Heinerfest. Hier ist die Heinerfestwache. Von hier aus werden Theresa und Moritz zum nächsten Einsatz gelenkt. Alle Teams sind mit Digitalfunk untereinander verbunden. Arbeiten, wenn andere feiern. Also wir machen es ja freiwillig, weil wir halt eben auch Spaß an der Sache haben. Einmal für die Bevölkerung da sein, für die Festbesucher da sein, auch was zurückgeben. Menschen wie diesen ist es zu verdanken, dass auf Volksfesten die medizinische Hilfe nicht weit weg ist. Und das ehrenamtlich.